Wir mögen ihn so gerne, dass wir gedacht haben, die Chance nutzen wir. So, und ich will auch gar nicht viele Worte sagen. Wir haben es geschafft, heute Abend Valentin Thurn zu uns einzuladen. Ich glaube, die meisten von Ihnen kennen ihn. Hat er in den letzten Jahren um ziemlich viel Furore gesorgt mit seinem Film Die Essensvernichter. Das war das Buch und der Film hieß Taste the Waste. Entschuldigung, ja, genau, Taste the Waste und das Buch mit Die Essensvernichter. Und als wir dann gesehen haben, dass Valentin dabei ist, einen neuen Film zu machen, haben wir gedacht, vielleicht kriegen wir ihn ja und wir können schon mal etwas zeigen. Und dann haben wir mitgekriegt, so kurz vor der Berlinale ist da nichts zu machen. Und dann haben wir aber gemerkt, es gibt ein Buch zu dem Film. Wir haben sofort nachgehakt. Das Buch heißt Harte Kost. Ist auch wieder von Valentin Thurn und Stefan Kreuzberger. Und stellt die Frage, wie unser Essen produziert wird. Und die beiden haben sich auf die Suche gemacht nach Lösungen für die Ernährung der Welt. Ich habe in dem Buch gelesen und muss ganz ehrlich sagen, die Begegnungen und Gespräche, die in dem Buch beschrieben werden, machen so viel Spaß, weil sie so viel über das System an sich aussagen. Wenn Valentin beschreibt, wie er monatelang versucht, Interviewtermine bei Monsanto zu bekommen, dann aber am Ende doch nach 5 Minuten Gespräch bei einer Tochterfirma dann auch wieder nach Hause geschickt wird. Also ich fand es ziemlich amüsant und ich fand es spannend und ich freue mich auf den heutigen Abend. Und damit würde ich eigentlich am liebsten auch schon an dich übergeben. Valentin wird lesen aus dem Buch und danach haben wir auch noch die Möglichkeit, mit dir ein bisschen darüber zu reden. Wir haben also auch Zeit eingeplant noch für Fragen und Diskussionen mit Ihnen. Und danach möchten wir mit Ihnen gemeinsam noch eine Ausstellung eröffnen, hier bei einem Glas Wein. Also wir haben noch viel vor heute Abend. Vielen Dank. Danke, liebe Christine. Das Ganze startete tatsächlich mit der Lebensmittelverschwendung. Ich bin ja eigentlich kein Agrar- oder Ernährungsexperte von Haus, wohl einer, der dem das Thema irgendwie schon in die Wiege gelegt wurde, aber davon später. Das Taste the Waste hat ja in Deutschland einiges angestoßen, also bis hin zu einer Regierungskampagne, die leider ziemlich kurz greift, weil sie sich nur an den Verbraucher richtet, also das übliche moralische Appelle und die Wirtschaft ungeschoren lässt. Deswegen haben wir eine kleine Kampagne mit dem WWF und der Welthungerhilfe und den Tafeln und Foodsharing natürlich und anderen ins Leben gerufen. Die nennt sich Genießt uns und wir machen das, was hätte die Regierung eigentlich auch machen können. Wir zeichnen
Unternehmen aus, die sich vorbildlich im Kampf gegen die Lebensmittelverschwendung auszeichnen. Also es ist überhaupt nichts Besonderes, aber die tun ja, die tun noch nicht mal sowas. Die tun in dem Bereich leider außer Schaufensterreden nichts. Ich bin sehr enttäuscht darüber, weil es mit großem Tamtam anfing. Aber das soll nicht unser Thema heute Abend sein, weil ich habe den Bogen von der Verschwendung zur Produktion irgendwann automatisch getan. Das ging, es hatte mit dem Thema zu tun, dass wenn man, ich werde es nachher noch mal ein bisschen wissenschaftlicher begründen, keine Angst, wird kein wissenschaftlicher Vortrag, ich bin Filmemacher und bleib's auch, aber ich lege Wert darauf, dass also das, was ich da mache, da recherchiere ich erstmal gründlich. Und beim Thema Produktion war es aber letztendlich wie ein Auftrag des Kinopublikums. Ich habe in der Republik bestimmt 100 Diskussionen geführt, in Kinos oder anderswo. Und alle begannen sie beim Mindesthaltbarkeitsdatum, also in der eigenen Küche, und endeten beim Welthunger. Und gut, so war auch der Film damals schon angelegt. Wir hatten in Kamerun gedreht. Wer es nicht mehr in Erinnerung hat, dann versuche ich das jetzt mal kurz nochmal zu schildern. Also das war einfach eine Schlüsselszene für mich. Was hat denn unser Wegwerfen mit dem Welthunger zu tun, fragt man sich. Natürlich wäre das Schwachsinn, unsere Reste irgendwo nach Südasien oder Afrika zu schicken. Das ist ja auch gar nicht erwünscht und es ging ja auch gar nicht, es würde verrotten. Und trotzdem gibt es blöderweise diesen Zusammenhang heute. Also damals, als meine Mutter uns aufgefordert hat, liebe Kinder, esst die Teller leer. Die Kinder in Afrika würden sich freuen. Wir haben gelacht und den gab es, moralisch gab es den sicherlich auch damals schon. Aber das, was eben heute auf den Weltbörsen passiert, das gab es damals in dem Ausmaß noch nicht. Also wenn wir hier eine stärkere Nachfrage haben und sei es für die Tonne, dann ist das im gleichen Moment, wenn die Produktion nicht nachkommt, heißt das steigende Preise an den Weltbörsen in London oder Chicago und automatisch steigt dann auch der Preis, zum Beispiel in Kamerun. Das hat mich wirklich auf meinen Dreharbeiten damals am meisten beeindruckt. Die Bäckereien waren vergittert wie Banken, weil das war das Erste, was geplündert wurde. Und zwar diese Welternährungskrise 2008 war die erste. Die wurde ausgelöst durch einen Preisboom an den Getreidebörsen. Chicago innerhalb weniger Monate Getreidepreis verdreifacht. Brotpreis in Kamerun um das Gleiche. Wir haben es gar nicht gemerkt in Deutschland, interessanterweise. Aber das ist eben das, was wir verstehen müssen, wenn wir Ernährung betrachten auf der Welt. Bei uns ist der Brötchenpreis, setzt sich aus Arbeitslohn und Energie zusammen. Der Rohstoff ist für uns so billig, dass er macht 1-2 Cent vielleicht aus, diese Preiserhöhung, die wir in dieser Welternährungskrise. In Kamerun hat sich der Brotpreis verdoppelt. Mehr noch, Sie haben recht, mehr noch. Und das Thema ist, wenn ich in Ländern, und Kamerun ist gar nicht ganz unten in der Skala, es gibt noch ärmere Länder, wenn ich in diesen Ländern, wo die Bevölkerung im Durchschnitt 60-70% ihres Einkommens für Ernährung ausgibt, wenn ich da beim Grundnahrungsmittel eine Verdoppelung oder eine Verdreifachung habe, dann, ja, die können sich nicht mehr leisten, die können nur weniger essen. Und das war der Grund, warum die auf die Straße gegangen sind, warum sie Bäckereien geplündert haben, in anderen Ländern, in Madagaskar eine Regierung gestürzt. Also das ist der Zusammenhang, den wir sehen müssen. Der ist nicht 1-1. Also unser Wegwerfen hat natürlich nicht eine Verdreifachung der Nachfrage innerhalb weniger Monate bedeutet. Das war die Spekulation. Aber warum kommen Spekulanten an die Börse? Die kommen dann, wenn sie wissen, langfristig steigen die Preise, es lohnt sich zu investieren. Und das ist der Zusammenhang. Also er ist nicht direkt, sondern indirekt. Und ich wollte mehr verstehen. Und das war der Ursprung des jetzigen Projektes. Und vor allem aber auch die Frage, was machen wir denn, wenn im Jahr 2050, da ist ja 9,5 bis 10,5, die Schätzungen liegen noch grob, 10 Milliarden Menschen werden Mitte des Jahrhunderts auf der Welt erwartet, nochmal fast die Hälfte mehr als jetzt. Was machen wir denn dann? Die Agrarfläche, blöderweise, die Fläche pro Kopf der Weltbevölkerung schrumpft, weil dummerweise die Städte mitten in den fruchtbarsten Ebenen wachsen,
dummerweise der Klimawandel dafür sorgt, dass viele große Flächen durch Wüstenbildung eben nicht mehr beackert werden können, andere Flächen durch Übernutzung so degradiert sind, dass, kurzum, wir haben weniger pro Kopf zur Verfügung. Wie soll das ausgehen? Also in der Vergangenheit hat es ja auch geklappt. Da wurde durch Produktivitätssteigerungen noch einiges rausgeholt. Geht das in Zukunft so weiter? Das war meine Ausgangsfrage. Und ja, vielleicht soll ich jetzt mal einen Trailer nehmen, zwei Filmfeste gestartet sind. Ich muss nur dazu sagen, es ist kein Material aus dem Film, darf ich leider noch nicht zeigen, ist noch nicht freigegeben. Der Kinostart ist im Mitte April, das ist leider noch so weit hin, dass der Kinoverleih sagt, den alten Trailer darfst du gerne zeigen. Aber der gibt Ihnen, das sind auch beide Interviewpartner, die Sie sehen werden, sind im Film drin, der gibt Ihnen schon mal den Rahmen des Themas, dass wir damit dem Film, der heißt auch 10 Milliarden, beackern werden. Unga ya kupima. Nimeonelea ni hiyo kupima unga kama hii. Hata ingawa si kupima kuota kwa sababu kuna watu wengine huwa wanaitisa kuota. Der Preis für Mais hat sich verdreifacht in nur 5 Jahren. Und auch alle anderen Grundnahrungsmittel werden immer teurer, weltweit. Wie kann das sein? Bis vor wenigen Jahren hatten wir doch noch mit Butterbergen und Milchseen zu kämpfen. Inzwischen werden Nahrungsmittel immer knapper. Mit Finanzwetten auf Mais werden deshalb mehr Gewinne gemacht als mit jedem anderen Rohstoff. Mehr als mit Öl und sogar mehr als mit Gold. Und wer profitiert davon in Zukunft? Valentin, in my view, agriculture is one of the most exciting areas of investing that I know right now. The next 20 or 30 years, agriculture, great fortunes are going to be made in agriculture. Farmers are going to be driving the Lamborghinis. Bei diesen Gewinnaussichten lohnt sich das Spekulieren. Die Börsen pumpen Milliarden in die Landwirtschaft. Das ist eine ganz grauenvolle Entwicklung, die meiner Ansicht nach darüber hinaus zu einer ganz furchtbaren sozialen Instabilität führen wird. Also diese zweite Auflage von Kolonialismus, die wir gerade erleben, werden wir eines Tages noch teuer bezahlen müssen, da bin ich sicher. Worum geht es eigentlich bei dem Agrarmonopoly? Wie funktioniert die moderne Landwirtschaft überhaupt? Und wie gerecht ist es, wenn riesige Ländereien von ausländischen Investoren gekauft werden? If somebody doesn't buy the land and farm it, there's not any more food. I mean, land grabbers, evil speculators, are actually doing good things for the world, going and buying land, fixing it up, giving jobs to farmers, to local people to come and farm the land, buying tractors, buying fertilizer, buying seeds, so that the people in the area can have jobs and raise food, so that the world has more food. Die Bauern brauchen hohe Preise, ja, aber sie brauchen zuallererst Ernährungssouveränität. Abgekoppelt zu sein von einem Weltmarkt, dessen Preise in Chicago gemacht werden, um selber bestimmen zu können, was sie erzeugen und um selber ihre eigene ökonomische Situation im Griff zu behalten. Zwei komplett unterschiedliche Zukunftsentwürfe. Auf der einen Seite die Biobauern. Sie sagen, wir produzieren ökologisch nachhaltig und sozial gerecht. Und nur das ist auf Dauer rentabel. Aber kann man so auch alle Menschen auf der Welt ernähren? Auf der anderen Seite die Agrarindustrie. Sie erzeugt mit Technik und Chemie die notwendigen Massen. Aber ruinieren wir damit nicht unsere Erde? Wie lange reichen die Ressourcen, wenn so viel Wasser, Energie und Kunstdünger verbraucht werden? Es geht um Machtinteressen, um unglaublich viel Geld, aber vor allem um die Grundlage unseres Lebens. Schon heute stößt die Erzeugung von ausreichend Lebensmitteln an ihre Grenzen. Ich frage mich, wie können wir die 10 Milliarden Menschen ernähren, die die Erde schon in weniger als 30 Jahren bevölkern werden? Das hatte ich jetzt alles schon gesagt. Das sind nur zwei Szenenbilder, die vielleicht
schon mal die Bandbreite zeigen. Also wir haben versucht, das ist jetzt auch ein schwieriges Thema, sehr komplex und vieles wurde auch schon gesagt. Und wir haben versucht, jetzt nicht noch einmal Hungerbäuche zu zeigen oder die Katastrophen noch mal von neuem aufzurollen, sondern eher das Problem von den Lösungen herzudenken. Also die Lösungen sind aber sehr unterschiedlich, das muss man natürlich auch dazu sagen. Also man sieht es jetzt schon an den beiden Bildern. Wir haben einfach versucht, das, was die industrielle Landwirtschaft, was Konzerne vorschlagen als Lösungen, dem gegenüberzustellen, was Kleinbauern oder Ökobauern als Lösung ansehen. Und ich fand das deswegen wichtig, weil natürlich die eine Realität und die andere existieren nebeneinander. Und es gibt ja auch Menschen, die fest daran glauben. Die haben wir gesucht in beiden Lagern und versucht, ranzukommen. Wie kommen die dazu, fest daran zu glauben, dass das eine Lösung ist für so ein riesiges, gigantisches Problem? Und ich will dazu, das Buch ist jetzt schon rausgekommen. Das ist das Buch zum Film, das tatsächlich auch schon die Geschichten enthält, die man so im Film oft gar nicht erzählen kann, wenn man sich auf den Weg zum Drehort begibt, den Leuten begegnet. Und es sind ist ja auch Schwierigkeiten, mit denen ins Gespräch zu kommen. Oft sind sie misstrauisch. Und das sind solche Geschichten, die wir da die da enthalten sind. Und vielleicht fange ich einfach mal mit der ersten an, weil das war eine besonders langwierige, schwierige Suche nach einem Soja-Farmer in Afrika. Es gibt also tatsächlich das, was die Brasilianer schon sehr erfolgreich machen, großflächig Soja anzubauen. Da gibt es jetzt die ersten großen Anlagen in Afrika. Bisschen schwieriger, weil da die Bevölkerungsdichte etwas größer ist. Und entsprechend häufig sind dann auch die Konflikte. Eigentlich gibt es keinen Farmer, der nicht von irgendjemandem des Landgrabbing, des Landraubs bezichtigt wird. Und entsprechend medienscheu sind sie. Wir haben einen gefunden, der uns dann drehen ließ und hat sogar versprochen, er kommt zur Premiere nach Berlin. Bin ich mal gespannt. Also ein Kapitalist reinsten Wassers, aber ich stelle ihn mal vor, der hat durchaus, und das ist eigentlich das, was es interessant macht, der glaubt an seine Lösung, unter Vorzeichen, die man erstmal verstehen muss, warum er daran glaubt. Und deswegen hat er uns auch drehen lassen, weil er sagt, ja, ich stehe dazu. Ich stehe zu dem, was ich mache. Und ich habe jetzt gerade hier ausgemacht, das wollte ich nicht. Jetzt ist er an. So. Ich setze mich mal. Leichter lesen. So. Die Sojaproduktion ist ein weltweiter Megatrend. In den vergangenen 50 Jahren verzehnfachte sie sich von 27 Millionen Tonnen auf 269 Millionen Tonnen. Der Sojaboom geht nicht etwa darauf zurück, dass immer mehr Menschen zu vegetarischen Lebensmitteln greifen. Nein, eher das Gegenteil, denn nur 6% der globalen Sojaernte werden direkt als Lebensmittel verzehrt. Die meiste Soja wird an Tiere verfüttert. Der Boom ist eine direkte Folge des steigenden Hungers auf Fleisch und tierische Lebensmittel. Parallel stieg seit den 1960er Jahren die Produktion von Schweinefleisch um 294%, von Eiern um 353% und von Geflügel um 711%. Ohne den Import von Sojafutter wäre die Massentierhaltung in Deutschland undenkbar. Die Fläche hierzulande würde gar nicht ausreichen für so viele Tiere. So, dann kommt ein bisschen die Reise. Durchaus ein paar Umwege gemacht, bis wir dann auf der Farm in Mosambik waren. In der Sonne glänzt das Metall zweier runder Silos. Hier wird die Ernte gelagert. Eine schmale Leiter führt auf das Dach in vielleicht 10 Metern Höhe. Edward zieht es vor, unten zu bleiben. Der 60-jährige Unternehmer kommentiert das übermütig. Wie ist das Leben dort unten? Er öffnet eine kleine Luke. Ein Sonnenstrahl fällt auf die Sojakörner, die den Speicher füllen. Fast wie ein Geldspeicher von Onkel Dagobert, witzle ich. Jess Tarp grinst. Ja, hier befinden sich unsere Werte. Jeder Silo fasst 1250 Tonnen und die werden zur Ernte randvoll sein. Aber wir werden expandieren und brauchen deshalb bald noch größere, mit einer Kapazität von mindestens 5000, wahrscheinlich 10.000 Tonnen. Um uns herum
steht dichter Wald. Die Baumwipfel sind noch höher als die Silos. Jess Darb sieht meinen Blick. Als wir hierher kamen, sah es überall so aus. Wie rodet man so einen Wald mit Feuer? Nein, das kann man nicht einfach abbrennen. Wir müssen die Baumwurzeln aus dem Boden holen. Das geht nur mit Bulldozern. Die ziehen alle Baumstrünke raus. Wir brauchen eine plane Ebene. Unsere Hightech-Pflanzmaschine darf nicht auf irgendwelche Trümmer stoßen. Das würde sie beschädigen. Nebelfetzen liegen noch in den Tälern. Aber die Sonne wird sie bald wegbrennen. Wir fahren vorbei an endlosen Flächen mit kniehohen Sojapflanzen. Durch ein Feld fährt ein Traktor. Aus seinen langen Auslegern sprüht eine Flüssigkeit. Herbizide? Wenn man eine solche Fläche bearbeiten muss, geht die Unkrautbekämpfung nicht mehr von Hand, antwortet Jess Tarp. Wir müssen die Felder mindestens zweimal spritzen, damit wir die Unkräuter unter Kontrolle halten können. Wir biegen ab auf einen kleineren Weg, auf dem wir immer wieder kleine Gruppen von Landarbeitern überholen, die barfuß und mit geschulterter Hacke zur Arbeit wandern. Edward erklärt, wir kommen jetzt in eine Zone, in der es der viele Regen unmöglich gemacht hat, dass wir mit schweren Maschinen auf das Feld fahren. Jetzt könnt ihr sehen, was passiert, wenn wir nicht spritzen können. Wir steigen aus dem Auto und gehen weiter, gemeinsam mit den rund 150 Landarbeitern. In der Tat, das Unkraut ist an einigen Stellen schon deutlich größer als die Sojapflanzen. Ein Vorarbeiter schickt die Hilfskräfte in die Reihen, wo sie mit ihren Hacken um die Arbeit beginnen. Jess Tarp kommt hinzu. Er ringt sichtlich um Fassung, wohl wissend, dass die Kamera läuft. Seid ihr wahnsinnig geworden? Großer Gott, das ist ja krank. Ihr zerstört alles mit den Hacken. Die Sojapflanzen sind zu groß, als dass man hier noch mit der Hacke rein darf. Damit macht ihr alles kaputt. Er geht in eine Reihe und reißt das Unkraut mit der Hand aus dem Boden. So muss man das machen. Ja. Doch, es gibt noch ein Stückchen. Moment. Ja, doch. Ach, das ist ja lieb. Ja, danke. Ja, das mit dem Blatt, mit den Blättern. Das ist dann, ich habe ja natürlich ausgewählt, damit das hier nicht zu lang wird, ja. Passt wunderbar, dankeschön. Jetzt muss ich es nur noch anstellen, ne? Naja, oder? Ist schon halbwegs an, oder? Ja, alles klar, dankeschön. Ja, dankeschön. Die FAO, also die Welternährungsorganisation, sagt, Afrika müsse bis 2050 seine Agrarproduktion verdoppeln. Ist das möglich? Schauen Sie sich doch um, wie groß dieses Tal ist. Mindestens 100.000 Hektar und nur ein kleiner Teil wird bebaut. Also Platz gibt es hier genug. Gibt man das Land nicht besser Kleinbauern? Jess Tarp holt tief Luft. Unser Entwicklungsmodell geht davon aus, dass im Zentrum eine große kommerzielle Farm benötigt wird, die als Entwicklungspol dient, der den Kleinbauern der Gegend hilft. Das sind intelligente Leute. Dass sie arm sind, bedeutet nicht, dass sie dumm sind. Und einige von den Kleinbauern erzielen sogar höhere Hektarerträge als wir. Seine Farm bringt ihnen moderne Landwirtschaft, sagt er. Wir ermöglichen ihnen Zugang zu Maschinen. Zunächst leihen wir ihnen unsere, ob es nun ums Pflügen, Säen oder Ernten geht. Und am Ende geben wir ihnen die Sicherheit, dass sie die Ernte verkaufen können. Er gibt unumwunden zu, dass er den Vertragsbauern die Ernte abnimmt, weil es sich für ihn lohnt. Sein Silo erlaubt es ihm, die Soja zu einem späteren Zeitpunkt zu verkaufen, wenn die Preise in aller Regel höher sind. Die Differenz ist mein Gewinn. Und man muss dazu sagen, das ist schon echt ein spezieller Farmer, weil der, er war vielleicht im früheren Leben Pfarrer, vielleicht deswegen auch so ein bisschen Großfarmer und aber hat trotzdem eine soziale Ader. Das machte es möglich, dass wir überhaupt mit ihm gedreht haben. Der hat eben sein Land nicht irgendwelchen Kleinbauern entrissen, sondern dem Urwald. Hat sich ein bisschen mühsamer gemacht. Und gut, das eine oder das andere muss sein. Und wir sind dann aber direkt in direkter Nachbarschaft war das, also konnte man das besichtigen. Die wollten uns halt nicht drehen lassen. Zu einer anderen Farm,
die das gemacht haben, weil was 90% der Großfarmen machen, was viel einfacher ist. Sie nehmen sich nämlich das Land, was schon längst gerodet ist, was von Kleinbauern bewirtschaftet wird. Da brauchten wir nicht lange suchen, nur eben die sind dann etwas restriktiver mit Drehgenehmigungen. Katharina Alberto lebt allein mit ihren Kindern. Ich habe keine Angst. Wir können gerne zu den Feldern gehen, die sie mir geraubt haben. Mit einem etwas mulmigen Gefühl fahren wir hin. Es ist uns klar, dass wir jederzeit erwischt werden können. Soja, soweit das Auge reicht. Erst nach etwa 5 Kilometern zeigt Katharina aus dem Fenster und lässt uns halten. Hier haben wir Mais für den Eigengebrauch angebaut, aber auch Soja zum Verkaufen. 2009 kam Hoyo Hoyo, so heißt das Unternehmen, kam Hoyo Hoyo her und gab uns vor, mit einem Projekt helfen zu wollen. Sie sagten, sie wollen uns Samen und Kredite geben und haben uns versprochen, eine Schule und ein Krankenhaus zu bauen, die Straße nach Lioma zu asphaltieren und auch Brunnen zu bohren, damit wir sauberes Trinkwasser bekommen. Katharina ist sichtlich erregt, ihre Nasenflügel beben, als sie weitererzählt. Wir akzeptierten erst ihre Vorschläge, aber dann machten sie nichts von dem, was sie versprochen hatten. Keine Schule, kein Krankenhaus, keine Straße, kein Brunnen. Derweil besetzen sie immer mehr von unseren Feldern. Den Besitzern boten sie 1.500 Metikais, das ist die lokale Währung, 40 Euro pro Hektar als Entschädigung. Mit so wenig Geld kann man noch nicht einmal über das Jahr kommen. Logisch, dass die meisten das Geld nicht annahmen. Sie wollten lieber ihre Felder behalten. Ich sehe, dass Katharina jetzt eine Träne über die Wange rinnt. Wir haben uns bei der Provinzregierung beschwert, aber nichts ist passiert. Wir kleinen Bauern sind hilflos gegen ein so großes Unternehmen. Die ganze Gemeinde trauert. Inzwischen nähert sich ein Auto. 2 junge Männer steigen aus, offenbar Mitarbeiter von Hoyo Hoyo. Sie wollen wissen, was wir hier machen und ob wir die Genehmigung der Geschäftsführung haben. Wir erzählen, dass wir eine Bäuerin zu ihrem ehemaligen Feld begleitet haben. Höflich, aber bestimmt bitten die Männer, uns das Gelände zu verlassen. Beim Hinausfahren sehen wir einen Traktor, der großflächig Pestizide versprüht. Katharina erzählt, die Felder hier, das ist Gensoja, obwohl Genpflanzen in Mosambik verboten sind. Doch diese Firma steht offenbar über dem Gesetz. Man sieht es den Sojapflanzen nicht an, aber sie weiß es von den Arbeitern der Großfarm und man sieht es an der Art der Pestizide, die hier versprüht werden. Glyphosat, Handelsname Roundup Ready, ebenso wie das Gensaatgut von Monsanto. Für die Farmer ganz praktisch, denn nun müssen sie nicht mehr mühsam Unkraut jäten, sondern können es einfach totspritzen. Eine eindeutige Arbeitserleichterung. Allerdings einen Mehrertrag bringen die Genpflanzen nicht. Hoyo Hoyo operiert im sogenannten Nacala-Korridor, den die Regierung für die Entwicklung neuer Großfarmen vorgesehen hat. Gemeinsam mit der brasilianischen und japanischen Regierung hat sie das Programm Pro Savanna verkündet, das den Erfolg der brasilianischen Sojafarmer in Afrika kopieren soll. Das klingt für mich brandgefährlich. Afrika ist nicht Brasilien. Hier leben viel mehr Menschen auf dem Land, die dadurch vertrieben würden. Das Landgrabbing gehört für mich zum dunkelsten Kapitel der Agrarindustrie. Aber auch dann, wenn Großfarmer wie Jess Tarp die Kleinbauern einigermaßen anständig entschädigen, kann das Modell Futtermittel für den Weltmarkt nur wenigen mittelgroßen Bauern helfen. In Mosambik leben jedoch 80% der Menschen von der Landwirtschaft. Die meisten werden in die Slums der Städte abwandern müssen, wenn sich hier in Zukunft die Großfarmen breit machen. Eine Massenabwanderung in die Städte gab es auch bei uns im 19. Jahrhundert. Aber ich denke nicht, dass Mosambik den gleichen Entwicklungsweg gehen kann wie Europa, denn das Land hat so gut wie keine Fabriken, die die Landarbeitermassen beschäftigen könnten und vor allem keine vierte Welt, deren Rohstoffe es ausbeuten könnte. Wenn die Großfarmen also eine Landflucht auslösen, dann wird diese zu einer massenhaften Verelendung führen. Und es ist unser Fleischhunger, der diese Katastrophe mit auslöst. Die Massentierhaltung in Norddeutschland wäre gar nicht möglich ohne den gigantischen Sojaimport aus Lateinamerika und bald Afrika. Die Entwicklung ist fatal. Der Anbau von Futtermitteln besetzt bereits 3/4 der weltweiten Ackerflächen, Tendenz steigend. So, und jetzt wollte ich das Ganze noch mal ein bisschen auf eine andere Ebene bringen.
ist die. Ja, indem ich das Thema Futtermitteltonne, ich habe das mal versucht zusammenzutragen und zwei Statistiken übereinander zu legen, nämlich das, was in der Welt weggeworfen wird und das, was tatsächlich für andere Zwecke als den menschlichen Konsum verwendet wird. Und man kann das als die große Konkurrenz der 4T bezeichnen, Tonne, Teller, Trog und Tank. Man kann es aber auch als positiv sehen, als die möglichen Reserven, die wir haben. Wir haben nämlich sehr viele Reserven. Also bei der Tonne ist das ganz klar, das Wegwerfen, das müssen wir nicht. Wir werden natürlich auch nie auf Null runterkommen, aber Experten gehen davon aus, dass wir mindestens eine Halbierung hinkriegen. Manche sagen, bis zu 80% wären denkbar. Wobei aus unterschiedlichen Gründen jetzt bei uns in Europa und in den Entwicklungsländern weggeworfen wird. Bei uns ist es eher am Ende der Produktionskette, Transport, Handel, Verbraucher, die das meiste wegwerfen. Landwirtschaft, wenn die Landwirtschaft wegwirft, dann tut sie das, weil sie durch Standards dazu gezwungen ist. Während in den Entwicklungsländern sagt man auch gar nicht Verschwendung, sondern sagt Verluste. Und es ist tatsächlich auch nichts, was da absichtlich passiert, sondern da fehlt es an Infrastruktur zwischen den Äckern und den Städten. Ganz einfach, zwischen den Märkten und den Erzeugern gibt es zu wenig Straßen, Lagermöglichkeiten, Kühlhäuser. Und unterm Strich heißt das trotzdem weltweit, ein Drittel aller Nahrungsmittel schafft es nicht auf die Teller der Menschen, sondern geht unterwegs verschütt. Das ist eine Riesenmenge, aber auch eine Riesenchance. Und die zweite große Menge, und man kommt nicht drum herum, sie anzusprechen, ist der Trog, die Futtermittel. Vor allem auch, weil dieser Anteil ständig wächst. Wir haben eine Situation, in der, wie kann das sein, die Welt, die Agrarfläche schrumpft und gleichzeitig steigt der Fleischkonsum. Das hat damit zu tun, dass es sich die Mittelschicht in den Schwellenländern vor allem inzwischen leisten kann, eben auch Fleisch zu kaufen. Gleichzeitig andersherum heißt das aber, dass dieses Fleisch mit pro Kilo Fleisch werden 2 bis 10 Kilo Getreide gebraucht, um es zu produzieren. Und das heißt de facto, diese Menge, die fehlt woanders. Die fehlt. Die Flächen hätten sonst für die Erzeugung von Nahrungsmitteln für Menschen genutzt werden können. Also Fleischkonsum, steigender Fleischkonsum heißt im Umkehrschluss, dass der Rest der Nahrungsmittel teurer wird, weil eben knappere Flächen. Und dann haben wir noch den dritten, das vierte T, den Tank. Beim Biosprit ist es natürlich ähnlich. All diese Konkurrenzen, die sorgen dafür, dass diejenigen, die sich ohnehin schon nur wenig leisten können, noch weniger leisten können. Also der Begriff Hunger, der wird oft mit irgendwelchen Dürrezonen und Naturkatastrophen zusammengebracht. Dabei ist es in Wirklichkeit ein Mangel an Kaufkraft. Wer Hunger leidet, hat nichts, um es einzutauschen. Selbst in den 80er Jahren kann ich mich noch erinnern, da gab es eine ganz, ganz grauenhafte Dürrekatastrophe in der Sahelzone. Und selbst in dieser Phase, die sehr lange dauerte, fast ein Jahr, gab es immer in dieser Region, in diesem ganzen Gürtel, genügend Nahrungsmittel für alle Menschen, die dort leben. Nur nicht immer an einem Ort. Die Händler hätten es dorthin bringen können, wenn die Menschen Geld, was gehabt hätten können, um es einzutauschen, Geld gehabt hätten zum Beispiel. Aber ihre Herden waren verdurstet oder sie hatten aus anderen Gründen nichts mehr und standen mit leeren Händen da. Also es ging nicht, es wäre nicht nötig gewesen, unsere Überschüsse als Notlieferungen in den Sahel zu bringen. Man hätte dort besser Geld abgeworfen als unsere. Und dann hätte man nämlich den dortigen Bauern genutzt. Aber das ist jetzt nur so ein Gedanke am Rande über Sinnhaftigkeit von Entwicklungshilfe oder Nothilfe. Also ich glaube, das, was wir hier heute auf der Welt haben, zeigt, dass alles miteinander verwoben ist. Wir können mit unseren Konsumentscheidungen nicht mehr sagen, ja, was haben wir mit Afrika zu tun? Wir hängen da mittendrin und kann es vielleicht mit dem kurzen Satz zusammenfassen: Wenn alle Menschen auf der Welt so viel Fleisch essen würden wie der Durchschnittsdeutsche,
dann bräuchten wir 3 Planeten. Also es wird rein physisch gar nicht möglich sein, mit keiner Technik, mit keinem noch so effizienten Landwirtschaftsmodell. Und von der Börse habe ich schon erzählt. Jetzt will ich noch ein Kapitel vorlesen von einem, der kein Problem hatte, Geld für sein Lösungsmodell. Er sagt auch, ich habe den Schlüssel gefunden, um die Welternährung, da ist es, das No-Kill-Meat, Fleischproduktion ohne Tiere. Professor Mark Post hat eine Mission. Er ist zutiefst davon überzeugt, dass er die Lösung für ein Menschheitsproblem erfunden hat. Die Idee ist eigentlich ziemlich alt. Schon 1932 träumte Winston Churchill von einer Zeit, in der wir nicht mehr das ganze Huhn züchten müssen, sondern einfach nur die Hühnchenbrust, die wir essen. Heute sei das kein Traum mehr. Es ist technisch möglich. Wir können heute Fleisch ohne Tiere produzieren. Und es ist nicht nur möglich, sondern auch geboten. Die Fleischproduktion verursacht jede Menge Umweltprobleme. Wenn wir nichts unternehmen, wird es zu einem teuren Luxusgut. Es gibt nur 2 Optionen. Entweder wir essen weniger Fleisch oder wir finden einen neuen Weg, es zu produzieren. Er führt uns in ein Chemielabor. Ein Mitarbeiter im weißen Kittel sitzt an einem Mikroskop und zupft mit einer Pinzette an kleinen Fleischstückchen. Wir entnehmen die Stammzellen aus echtem Fleisch. Das kann irgendein Stück sein. Dieses hier stammt aus dem Schlachthof. Aber wir können das Gewebe auch mit einer Spritze einer lebenden Kuh entnehmen. Wir müssen dafür kein Tier töten. Der Laborant kippt die Fleischfasern in eine Flasche mit einer roten Flüssigkeit. Das Ganze stellen wir bei 37 Grad in den Inkubator. Dort vermehren sich die Zellen von selbst. Es dauert etwa 3 Wochen, bis genug Muskelzellen vorhanden sind, um einen Hamburger herzustellen. Mark Post ist fest davon überzeugt, dass die Verbraucher das Laborfleisch akzeptieren werden. Stellen Sie sich vor, 2 Produkte, die identisch sind. Sie schmecken gleich, fühlen sich gleich an, sehen gleich aus. Das eine aus dem Labor, das andere vom Rind. Und alle wissen, das Rindfleisch ist so schlecht für die Umwelt und ein Tier musste dafür getötet werden, während das Laborfleisch viel umweltfreundlicher erzeugt wurde. Welches würden Sie auswählen? Ich habe auch mit vielen Vegetariern gesprochen. Sie finden die Idee gut und sehen in mir einen Verbündeten. Ich frage Mark Post, ob er Vegetarier ist. Nein, ich esse Fleisch, obwohl ich die ganzen damit verbundenen Umweltprobleme kenne. Die rationale Erkenntnis reicht offenbar nicht aus, um einen Wunsch nach Fleisch zu unterdrücken. Im Moment werden 70% der Weltgetreideernte an Tiere verfüttert. Da hat er allerdings ein bisschen hochgegriffen. Sie haben es ja gerade in der Grafik gesehen, ist eher ein Drittel. Aber die 70% stimmen insofern, es sind 70% der Fläche. Also auch ein Wissenschaftler vergreift sich meine Zahlen. Aber ich habe ihn korrekt zitiert. Ist egal. Im Moment werden 70% der Weltgetreideernte an Tiere verfüttert, um Fleisch zu gewinnen. Wenn wir nur die Hälfte oder ein Drittel davon brauchen, um Fleisch zu erzeugen, dann können wir mit Leichtigkeit jeden Menschen auf diesem Planeten ernähren. Sogar 2050, wenn es 10 Milliarden oder mehr sein werden. Er lächelt mich herausfordernd an. Jetzt können wir zur Probe schreiten. Sind Sie bereit? Er stellt eine Pfanne auf den Herd. Es ist kein Gewürz im Fleisch, damit wir den puren Geschmack testen können. Ist Fleisch dafür die richtige Bezeichnung? In diesem Stadium nicht. Erst wenn es ununterscheidbar ist von natürlichem Fleisch, wenn Menschen im Blindtest keinen Unterschied mehr bemerken. Wir brauchen keinen anderen Namen, weil es Fleisch ist, nur nicht in einem Rind herangewachsen. Der Fleischklops zischt in der Pfanne. Spielen wir hier mit viel Geld, frage ich. Stimmt, im Moment ist das schrecklich teuer. So ein Hamburger kostet 250.000 Euro für 80 Gramm Fleisch. Aber mit Hilfe großer Produzenten für medizinische Stammzellen, also wenn wir das Fleisch in den heute bekannten Bioreaktoren in großen Mengen erzeugen würden, würde das Kilo rund 50 Euro kosten. Also das ist tatsächlich eine Technik, die es schon gibt. Also Insulin, was früher eben aus Schweinen erzeugt wurde, kann man heute synthetisch herstellen.
und die Technik, die wir dafür verwenden und dann noch verbessern, weil 50 Euro natürlich immer noch teuer ist. Wenige Tage später stellt Mark Post den Burger zum ersten Mal der Öffentlichkeit vor. Bei einer Pressekonferenz in London enthüllt auch der Hauptsponsor des Projekts seine Identität, Sergey Brin. Der Google-Gründer erklärt, dass er sich nicht wohl bei dem Gedanken fühle, wie Fleisch in der Massentierhaltung erzeugt wird. Ganz offensichtlich wittert hier ein Geschäftsmann einen Zukunftsmarkt. Er könnte das No-Kill-Meat sogar an Vegetarier verkaufen. Ja, das war eine Begegnung der besonderen Art, muss ich sagen. Also der ist fest davon überzeugt, dass in 10 oder 15 Jahren das synthetische oder Laborfleisch im Supermarkt zu kaufen ist. Gut, man kann sich bei solchen Schätzungen natürlich auch vertun, aber also er hat kein Problem, da Geld zu finden, Geldgeber zu finden. Da sind nicht nur solche illustren Milliardäre wie der Sergey Brin dabei, da ist auch die Tierschutzorganisation PETA dabei, die jetzt nicht ihn fördert, sondern andere. Aber schon eine spannende Entwicklung. Ich habe persönlich, kann ruhig auch mal meine Konsequenz daraus sagen, ja persönlich jetzt, also angenommen, es würde wirklich alles realisiert und so weiter, ich habe nicht das Gefühl, dass spricht von der Kuh als ineffizientem Tier und so weiter, dass sein Blick auf die Natur sich sehr mechanistisch korrekt ist. Ja, im Vergleich zur Massentierhaltung ist seine Laborproduktion sicherlich umweltschonender, aber im Vergleich zu einer Weidehaltung so wie sie eben traditionell war von Tieren, ist es natürlich überhaupt nicht umweltfreundlicher. Also es ist immer nur im Vergleich mit der sehr schlechten industriellen Haltung. Und eine Produktion in einer Fabrik mit viel Energieaufwand, das mag hier in Märkten der reichen Länder dann tatsächlich auch mal eine Lösung sein, die manche Menschen annehmen wollen. Warum auch immer, ich kann es nicht nachvollziehen, aber das kann sein, dass es erfolgreich ist. Eine Lösung für den Welthunger finde ich äußerst vermessen, aber ist nicht der Einzige, der so großspurig daherkommt, weil das würde ja, ich glaube, das ist überhaupt die Krux bei diesen ganzen Modellen, die vom Mehr gleich mehr heißt gleich weniger Hunger, die gehen davon aus, dass wenn irgendwo auf der Welt mehr erzeugt wird, dann wird sich das schon irgendwie verteilen, aber es ist schlicht und einfach zu teuer. All das, was wir hier mit den tollsten Methoden erzeugen, ist nicht noch längst nicht verfügbar dort, wo Bedürftige zu wenig zu essen haben. Da komme ich eigentlich, ich wollte noch was dazwischen zeigen. Da kommen wir eigentlich, eigentlich wollte ich noch mal sozusagen auch zeigen, warum die Landwirtschaft so eine, es mag erstmal so ein bisschen verwirrend sein, so eine sehr komplizierte Grafik, aber da haben Wissenschaftler versucht, die 10 Bereiche, auf denen wir, unsere Zivilisation, unsere Wirtschaft sich an die Grenzen der Belastungsfähigkeit des Planeten bewegt, mal zusammenzutragen. Und das Wichtigste für mich daran ist, 7 von diesen 10 Bereichen haben was mit Landwirtschaft zu tun. Also Biodiversität, Klimawandel. Klimawandel zu 40% ist die Landwirtschaft, ist die Ernährung am Klimawandel beteiligt. Hat man völlig unterschätzt bisher. Übersäuerung der Ozeane, zum großen Teil durch Dünger ausgelöst. Stickstoffkreislauf, Phosphorkreislauf, auch wieder mit Dünger in der Landwirtschaft verbunden. Süßwasserverbrauch, Landnutzungswandel, das sind alles Größen aus der Landwirtschaft. Das heißt, wir haben, wenn wir von den Grenzen des Planeten sprechen, wir können nicht nur auf Industrie und Verkehr und solche Größen schauen, das ist auch wichtig, aber wir haben die Ernährung bisher unterschätzt in ihren Auswirkungen auf die Umwelt. Ja, da bin ich jetzt schon zu weit, das wollte ich eigentlich noch gar nicht. Ich komme jetzt noch zum letzten Kapitel, weil das ist für mich so eine Art Schlüsselbegegnung gewesen. Wir waren auf der Reise
in einem der dichtest besiedelten Länder Afrikas unterwegs in Malawi, direkter Nachbarschaft zu Mosambik. Aber das war nicht der Grund, sondern der Grund war ein Entwicklungsprojekt. Und ich muss sagen, ich habe schon viele Entwicklungsruinen gesehen. Aber das Schöne war zu sehen, dass es auch Projekte gibt, die die echten Bedürfnisse der Menschen ermitteln, und zwar mit denen gemeinsam, und dann sich und dann, nachdem sie so ein typisches Entwicklungsprojekt, nach 10 Jahren sind die weg, und dann 10 Jahre später, wir waren 10 Jahre nach dem Ende dieses Projekts dort, immer noch positive Auswirkungen zu spüren sind. Das gibt es auch. Es war für mich eine schöne Erfahrung, das zu sehen, und vor allem eine Bäuerin, die es mir angetan hat. Sie werden es gleich hören. Mikro noch anmachen. Ja, es ist noch früh am Morgen, als die Frauen vom Dorf losmarschieren. Die Anführerin der kleinen Truppe heißt Fanny Nanjiva. Ihr farbenfrohes Kleid und ihr festlicher Kopfputz sehen nicht nach Feldarbeit aus. Aber genau das steht jetzt an. Lasst uns mit dem Chinakohl anfangen. Besser ohne Messer. Mit den Händen lässt er sich besser ernten, erklärt sie ihren Begleiterinnen. Der schmeckt so gut, wenn man ihn anbrät, antwortet eine der Frauen. Ich nutze eine Ruhepause, um zu fragen, wie die Situation hier im Dorf früher war. Es war furchtbar. Oft genug gab es zu wenig Essen, obwohl eigentlich genug Essen vorhanden war. Zum Beispiel wachsen hier Kochbananen. Aber die Leute aßen immer nur Maisbrei, sie wussten nichts anderes. Das fand ich tatsächlich auch erstmal unverständlich. Wo ist denn das Ganze? Die traditionelle afrikanische Küche, die hat ja durchaus, Mais ist mit Sicherheit nicht traditionell, kommt ja aus Amerika, aber da ist tatsächlich durch Kriege, das sind auch ganz viele, großer Anteil der Bevölkerung ist durch Konflikte mussten die fliehen und haben sich neu angesiedelt. Also da ist so viel soziale Struktur auch zerstört worden seit der Kolonialzeit, dass es tatsächlich so war, dass sie über Jahrzehnte also wirklich nur den Bauch gefüllt haben und hauptsächlich mit Mais und von einer vielfältigen Kost nichts mehr wussten. Also ich konnte es kaum glauben, das traditionelle Wissen war weg. Wir hatten eigentlich immer so 10 bis 15 unterernährte oder fehlernährte Kinder im Dorf. Heute sind es vielleicht noch 2 oder 3. Aber die sind auch krank. Aber die sind auch krank, so wollte ich sagen. Fally ist stolz darauf, dass das Dorf einen Weg aus der Dauerkrise gefunden hat. Wir haben früher überhaupt kein Gemüse angebaut. Wir haben nur wilde Pflanzen gesammelt. Gemüse aus Kulturen sahen wir jetzt als etwas Exotisches an, nur für Weiße. Das Ganze begann mit einem Projekt der GIZ. Die Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit leistete nach einer Hungerkrise Anfang der 1990er Jahre Nothilfe in der Region. Daraus entstand ein Selbsthilfeprojekt. Es wurde nach 10 Jahren abgeschlossen. Umso mehr freut sich der damalige Projektleiter Christoph Messinger, dass seine Impulse Früchte getragen haben. Wovon hängt denn eine gesunde Ernährung ab, will ich wissen. Für die Dörfer hier ist es wichtig, so viel wie möglich aus eigenen Quellen zu schaffen, weil der Markt sehr unberechenbar ist, erklärt der Entwicklungshelfer. Selbst wenn es noch Nahrungsreserven irgendwo im Land gibt, heißt das nicht, dass sie hier verfügbar sind. Von daher müssen sie Alternativen haben. Wenn der Mais knapp wird, gibt es noch Maniok oder Süßkartoffeln oder Hirse. Also muss die Grundversorgung lokal sein? Ja, das ist das Wesentliche, stimmt Christoph Messinger zu. Bestimmte Dinge werden sie schon dazu kaufen müssen, Salz oder Öl zum Beispiel. Aber die Basis der Ernährung sollte so weit wie möglich hier in der Region selber hergestellt werden. Ganz besonders stolz ist Fanny auf ein Feld, zu dem sie uns jetzt führen will. Hier stehen zwischen übermannshohen Holzstängeln grüne Stauden und auf dem Boden noch eine andere Kultur, alles nebeneinander. Selbst wenn eine Feldfrucht ausfällt, bringt eine andere noch Ertrag, erklärt die Bäuerin. Unsere Straucherbsen tragen dieses Jahr fast nichts. Aber auch Maniokwurzeln sind nur mäßig viele gewachsen. Aber dafür war die Hirseernte ganz gut. Von Straucherbsen habe ich bisher noch nie gehört. Das ist eine einheimische Art mit mehrfachem Nutzen. Die Früchte essen wir, die Stämme verbrennen wir als Feuerholz
und die Blätter lassen wir auf den Boden fallen. Sie verbessern die Fruchtbarkeit. Auch das ist erst neu eingeführt worden. Das ist eine Kulturpflanze. Und bei den Stängeln geht es tatsächlich um Heizenergie, weil gekocht wird mit Holz, wie fast überall in Afrika. Und auch hier ist Unabhängigkeit deswegen wichtig, weil der Ölpreis schwankt natürlich genauso auf dem Weltmarkt. Und damit sind die unter Umständen ohne Energie über viele Monate ohne jegliche Energie von außen. Und deswegen ist es wichtig, dass sie auch eine eigene Energieform haben. Die Regierung von Malawi setzt auf eine ganz andere Politik. Sie verteilt Mineraldünger und Hybridsaatgut. Das funktionierte einige Jahre lang, aber jetzt bröckelt das System. Zum einen klappt die Verteilung nicht mehr, die Bauern müssen immer länger auf die Lieferung warten. Zum anderen erweist sich dieser Ansatz als schwierig bei klimatischen Schwankungen. Fanny verlässt sich nicht auf irgendwelche Pakete der Regierung. Sie macht selbst Kompost. Und der bringt nicht nur Nährstoffe, sondern hält auch die Bodenfeuchtigkeit. Das ist ja kein Entweder-Oder. Fanny hatte ja Kunstdünger zusätzlich zum Kompost aufs Feld gestreut. Aber kurz danach hat es heftig geregnet und der ganze Kunstdünger wurde einfach weggeschwemmt. Der Kompost nicht. Eine Nachbarbäuerin berichtet, dass sie deutlich heftiger betroffen ist. Unser ganzes Feld wurde von der Flut weggeschwemmt. Wir haben jetzt ein richtiges Problem, weil wir unser Essen kaufen müssen. Aber unser Geld haben wir leider schon ausgegeben, um Saatgut zu kaufen. Diese Abhängigkeit ist fatal, ärgert sich Christa Roth. Das ist die zweite Entwicklungshelferin. Das Hybridsaatgut muss man jedes Jahr neu kaufen. Ich muss Geld ausgeben, bevor ich weiß, ob ich es wieder durch die Ernte reinkriege. Und das Geld bleibt nicht im Land, im Gegenteil. Kunstdünger und Hybridsaaten müssen eingeführt werden. Da gehen Devisen drauf, die das Land eigentlich für anderes dringend braucht. Wir müssen diese Abhängigkeiten verringern und den Bauern hier ihre eigenen Produktionsmittel in die Hände geben. Bestandteil des GIZ-Projekts war ein Saatgutprogramm, bei dem den Kleinbauern gezeigt wurde, wie sie ihr eigenes Saatgut vermehren können. Doch die Regierung verbot Produktion und Verkauf von Saatgut. Inzwischen sind nur noch die Hybridsaaten der Konzerne legal erhältlich. Wie kommt so eine solche Entscheidung zustande? Die Entwicklungshelfer können oder wollen nicht klar darauf antworten. Für mich stinkt das nach Korruption, wenn eine Regierung offensichtlich die Interessen ausländischer Konzerne bedient. Also die GZ ist ja quasi staatlich, die können sich nicht da positionieren, aber also das war so skurril. In dem Jahr, als wir da waren, gab es Präsidentschaftswahlkampf und wir wollten eigentlich was kaufen, was so ganz gängig immer auf dem Markt vorhanden ist. Maismehl, Grundnahrungsmittel, gab es nicht. Wurde uns gesagt, gibt es im ganzen Land nicht, weil die Präsidentin die Ernte aufgekauft hat. Und jetzt hat sie gehortet bis kurz vor der Wahl und da hat sie dann Wahlgeschenke gemacht, also Maissäcke verschenkt, gegen Stimmen sozusagen. Das hat ja nichts genutzt, sie wurde trotzdem nicht wieder gewählt, aber ich will damit nur sagen, eine Regierung, die solche Mittel einsetzt, der traut man möglicherweise auch zu, dass sie unter dem Einfluss von gewissen Geldsummen auch Entscheidungen trifft. Also diese Entscheidung, dass die Bauern selbstvermehrtes Saatgut nicht mehr handeln dürfen, das ist eine solch interessengesteuerte Aktion, würde ich sagen. Für mich war das jedenfalls eine Schlüsselszene zu sehen. Ja, also es geht nicht darum, dass Kleinbauern, ich meine heute, die Kleinbauern ernähren immer noch die Mehrheit der Menschheit. 3/4 der Menschheit werden von Kleinbauern ernährt. Nach wie vor erzeugen sie viel. Aber gleichzeitig heißt das, diejenigen, die sich für die Kleinbauern einsetzen würden, dazu beitragen, dass die Armut, die Subsistenzbauern quasi, dass das zementiert wird. Dabei sind das längst keine Subsistenzbauern mehr. Sie sind am Markt beteiligt, sie liefern in die Städte, sie produzieren. Ich habe das gesehen, soweit sie das können. Und eigentlich geht es darum, dass wir anstatt immer nur Geldmittel und Forschung in
Großfarmen zu stecken, die etwas produzieren, was der Bevölkerung nicht zugutekommt, sondern was ins Ausland exportiert wird und dessen Gewinne auch meistens ins Ausland abfließen oder bei irgendwelchen Eliten in den Städten landen. Eigentlich brauchen wir Möglichkeiten, dass die kleinen Landwirte auch am technischen Fortschritt teilnehmen. Und das hat sehr lange gebraucht. Weder die Länder, die Entwicklungsländer noch unsere Entwicklungshilfe hatten da ein Augenmerk drauf auf die Bedeutung der Kleinbauern. Das hat sich in den letzten paar Jahren zum Glück ein bisschen geändert. Aber das ist, glaube ich, der Dreh- und Angelpunkt, dass die Grundversorgung aus dem eigenen Land kommen muss, weil nur dann ist man gefeit, dass wenn wieder mal an einer Weltbörse der Getreidepreis sich verdoppelt und verdreifacht oder der Ölpreis in die Höhe springt, nur dann ist man vor einer Katastrophe gefeit. Die Situation, wir sind in einer sehr fragilen, verletzlichen Situation, die schreit danach, jetzt nicht sich völlig abzukoppeln vom Weltmarkt. Man kann Luxusprodukte, Ananas, Mango, was auch immer, die kann man sicher gerne handeln. Das geht um die Basis. Wenn die im Land erzeugt wird, dann erst dann haben wir mehr Ernährungssicherheit. Und das Stichwort, das hier sozusagen das gut umschreibt, ist Ernährungssouveränität. Und ich glaube, was für Entwicklungsländer gilt, gilt auch für uns hier in Deutschland. Und wir haben deswegen, als wir anfingen, den Film und das Buch zu konzipieren, haben wir gedacht, wir machen auch eine Online-Plattform. Und die haben wir in Anlehnung an meinen letzten Film Taste of Heimat genannt. Und das ist letztendlich das, was globales Problem, lokale Lösung, was die Thematik zu uns nach Deutschland bringt. Wir hatten es zunächst nur als eine Hilfestellung für den Verbraucher. Wie finde ich regionale Lebensmittel in meiner Umgebung? Und das wird es auch weiterhin geben, aber das Projekt hat sich weiterentwickelt. Es sind einige zu uns gestoßen. Wir haben beschlossen, wir gründen einen Verein. Die Hälfte der Mitglieder und Aktiven sind Landwirte, was mich besonders freut. Und der Ansatz ist sehr viel politischer geworden. Wir haben also uns vorgenommen, das, was eigentlich, was ist denn passiert in den letzten Jahren? Ernährungspolitik hat sich immer weiter nach oben bewegt, national oder gar supranational auf EU-Ebene. Und jetzt wahrscheinlich demnächst gibt es dann noch eine weitere Ebene drüber, eine Freihandelszone, wenn wir so weitermachen. Und wir haben gesagt, nee, wir wollen genau das Gegenteil, wir wollen Ernährungspolitik wieder in die Kommunen zurückbringen. Und das wird also ein Programm auf 3 Jahre ausgelegt, wo wir in 6 Modellregionen in Deutschland das versuchen wollen, dass Kommunen sich wieder verantwortlich fühlen für Ernährungspolitik. Weil was passiert aktuell ist ja wirklich, dass wir immer weniger Einfluss darauf haben, wo unser Essen und wie es erzeugt wird. Also ich meine jetzt nicht nur TTIP, ich meine, dass man sich über TTIP ärgert, das kann ich verstehen, dass quasi unsere Standards von den Amerikanern ausgehebelt werden. Aber man darf nicht vergessen, was die Amerikaner mit uns dann machen würden, das machen wir schon längst mit Afrika. Wir zwingen Afrika, afrikanische Länder, die Grenzen aufzumachen für unsere hochsubventionierten Agrarprodukte. Dem Freihandel, der Idee des Freihandels opfern wir, also nur um unsere Überschüsse loszuwerden, Milchpulver, Fleischreste, das macht dort die dortigen Produzenten platt. Und die Idee wäre eigentlich, das wäre noch viel wichtiger als Entwicklungshilfe runterzuschicken, das den Ländern zu erlauben, zu gestatten, dass sie ihre Grenzen dicht machen dürfen, um ihre Landwirte zu schützen, zumindest wenn es um die Grundproduktion geht. Das Wichtigste wäre, dass die in der Lage sind, ihr Mais und wirklich die Grundnahrungsmittel selber zu erzeugen und nicht Grenzen aufmachen müssen, damit wir irgendwelche Überschüsse loskriegen. Das wäre wahre Entwicklungshilfe. Und damit will ich meinen Vortrag beenden und ich denke, wir starten noch eine Fragerunde. Dankeschön.
Vielen herzlichen Dank, Valentin. Das waren wirklich sehr, sehr schöne Stellen, die du ausgewählt hast. Und ich glaube, das ist super geschafft, einen Überblick zu geben. Und am schönsten fand ich aber, dass man die ganze Zeit sieht an deinem verschmitzten Grinsen, wie viel Spaß dir das gemacht hat, sich mit diesem Thema zu beschäftigen und wie spannend diese Zeit mit Sicherheit auch für dich war. Gestatten Sie mir bitte noch eine ganz, ganz kleine Stelle aus dem Buch vorzulesen, weil ich die so gerne mochte. Es sind auch wirklich nur 4 Zeilen, ja? Aber da befindet sich Valentin gerade bei Bayer Crop Science in einem Wartezimmer. Und zwar geht es so. Der Pressesprecher Richard Bräum führt mich durch ein futuristisches Hochhaus mit asymmetrischen Flügeln. Ich verirre mich hier regelmäßig, gibt er zu. Im Wartezimmer findet Valentin einen Anstecker mit einer niedlichen Biene und der Banderole We Care for Bees. Biene? Hatte die EU nicht gerade die Bayer-Pestizide verboten? 2 davon, weil sie das Bienensterben mitverursachen? Nun ja, den Anstecker hatten wir schon vorher, sagt der Pressesprecher Bräum und spielt die Sache herunter. Das fand ich so eine schöne Szene, dass ich sie noch mit Ihnen teilen musste. Es ja auch zeigt sozusagen die Willkür einfach auch, ne, und auch letztendlich die Kommunikationsfähigkeit der großen Agrarkonzerne, dass sich Bayer Crop Science dann auch noch als Beekeepers und We Care for Bees initiieren kann. Die haben das wirklich so, die haben nicht nur den Nachhaltigkeitsdiskurs voll drauf, sondern auch den Regionaldiskurs. Es gibt eine sehr schöne Szene mit dem Boss von Bayer Crop Science. Der redet wie ein Greenpeacer. Das ist echt spannend. Lass mich, bevor wir die Diskussion öffnen, dir noch 2-3 kurze Fragen stellen. Zum einen, wie teuer war noch mal der Hamburger, den du gegessen hast? Ich muss es noch einmal hören. $250,000. Und wie hat er geschmeckt? Hat es wirklich nach Wie war es, einen $250,000 Hamburger zu essen? Also ich durfte dann doch nicht probieren, weil es gab dann doch irgendwann mal die Linie, die haben ja bei dieser Pressekonferenz 2 ausgewählte Food-Spezialisten das testen lassen und die mussten das dann erzählen. Also dem durfte ich da nicht vorgreifen. Okay, ich war schon neidisch. Und ich hab aber mit, die eine, die kenne ich tatsächlich sogar, die Heini Rützler aus Wien, die hat mir dann erzählt, dass es tatsächlich also stimmt, und ich glaube das ja auch, dass es okay ist, aber dass es nicht besonders schmeckt, weil der Geschmacksträger ist ja Fett und das hat noch gefehlt. Aber Mark Post sagt, ja, Fettzellen kann ich auch vermehren. Machen wir auch noch. Gab es eigentlich jemanden, von dem du so das Gefühl hattest, ja, die Person, die hat eigentlich die Antwort auf meine Frage. So. Also gab es so Momente, wo du gedacht hast, so, ja, das ist wirklich ein riesiger Schritt in die richtige Richtung. Das ist ein großer Beitrag zur Lösung. Also gab es so ein oder vielleicht 2 Elemente, wo du sagen würdest, ja, davon viel, viel mehr. Also das Beitrag zur Lösung ist vielleicht richtig formuliert, weil es ist definitiv so, es ist zu komplex, um zu sagen, es gibt eine Lösung, das wäre Quatsch. Aber ja, wir waren zum Beispiel bei einer Saatgutinitiative in Indien und das war interessant, weil das war auch Glück. Wir waren kurz nach so einem Taifun dort, alles war überschwemmt und wir dachten, wir kommen da gar nicht hin. Aber wie das so ist mit den Taifunen, 3 Tage später schien die Sonne wieder und die sagten, nee, hier ist alles in Ordnung, es war nur ein paar Tage Wasser hier, aber ihr könnt gerne kommen. Und Straßen waren noch etwas schlammig, aber wir konnten da hinfahren. Und ja, das war wirklich so wie so eine, soll ich sagen, Versuchsanordnung, die wir nicht selber gemacht haben. Die Bauern dort, verführt auch durch Regierungspolitik, auch dort haben teilweise Hybridsaatgut, aber dann sind sie auch irgendwie bauernschlau. Also keiner setzt immer auf alles auf eine Karte, sondern hat noch von seinem alten Saatgut auch ein paar Felder. Und tatsächlich, dieses Hybridsaatgut, 4 Tage unter Wasser,
war komplett verwüstet, war nichts mehr. Die Reiskörner waren leer, der konnte, die treiben dann aus. Der konnte, sagte, ich kann das auch nicht mal als Tierfutter verwenden. Die Ernte war weg. Und bei dem betroffenen Baum, wo wir gedreht haben, der hatte 60% seiner Ernte, war, der hat schier geheult. Also als die Kamera lief, dann leider nicht mehr, dann hat er sich sehr gefasst, aber vorher hat man gemerkt, das ist ein Schlag. Und gleichzeitig, der gleiche Bauer fällt daneben dran, sein altes Saatgut, da sah man noch ein bisschen Dreck an den Stängeln oder sowas, aber die Pflanzen, die waren grün, die standen, die haben überlebt und trugen Ernte. Und sagte, ja, das werde ich ernten können. Und das war dann das Saatgut, was Sie selber vermehrt hatten, was aus der Region kommt und an solche Extreme dann eben auch angepasst ist. Ja. Und das ist ja auch eine Sache, die du auch in diesem Kapitel sehr schön beschreibst, ist, ne, dass es eben in dem Moment, wo es öfter zu solchen Wetterextremen kommt, gerade so besonders wichtig ist, auf diese Vielfalt zurückzugreifen oder zurückgreifen zu können. Und dass das auf der einen Seite von der Regierung immer wieder torpediert wird, aber dass es eben doch Bauerninitiativen gibt, die dafür kämpfen und das stärken. Ja, also das war wirklich, das geht letztendlich auf Navdanya zurück. Das ist die Initiatorin, kennen sicher viele, die Vandana Shiva, wobei das weit weg von ihrem eigentlichen Kerngebiet an der Ostküste Indiens war. Und die haben dort mit einer bäuerlichen Saatgutbank in einem Dorf angefangen und das fanden die anderen so toll, dass sie das kopiert haben in ihrem Dorf. Also es war schön zu sehen, wie sich das Modell dann dort auch fortsetzt. Haben Sie Fragen oder Anmerkungen? Am liebsten, ja. Sie können vielleicht auch einfach laut reden, oder brauchen Sie ein Mikrofon? Ich kann Ihnen auch. Die wichtigste Frage vielleicht zuerst, ich habe noch ein bisschen spitzfindigere Frage am Ende. Wenn Sie ein Resümee ziehen wollten, sozusagen über Ihre ganzen Recherchen, die Sie gemacht haben, Lebensmittelerzeugung, würden Sie dann vielleicht irgendwie zum Punkt kommen, wo Sie sagen, das ist die ideale Landwirtschaft? Jetzt zum Beispiel, ich bin überzeugt jetzt nach meinen Recherchen, ökologische Landwirtschaft, das ist die Lösung für uns, für die Welternährung. Oder die großindustrielle Landwirtschaft. Oder würden Sie eher sagen, es gibt viele Sachen, die falsch sind, aber es gibt vielleicht nicht die Universallösung. Ich hätte sicherlich Wünsche. Jetzt bin ich Realist genug, dass es mir klar ist, man wird das Rad nicht so schnell wieder zurückdrehen. Aber es ist ganz offensichtlich, dass wir mit dem industriellen Modell gegen die Wand fahren. Das ist wirklich sichtbar, der Abbau an Bodenfruchtbarkeit. Was mich am meisten beeindruckt hat, muss ich sagen, wir waren auch bei einem großen Düngerkonzern. Und wir reden alle von Peak Oil, aber eigentlich gibt es schon vorher Peak Kali und noch vorher Peak Phosphor. Und das haben wir im Film auch gar nicht thematisiert. Also es sind in dem Maße, wir haben es angerissen, weil 100 Minuten für die Weltlandwirtschaft, da muss man auch ein bisschen auswählen. Aber ist das sozusagen von den harten Fakten wahrscheinlich das Brutalste, was unsere industriellen Landwirte in diesem Jahrhundert noch erleben werden. Weil Phosphor ist ein Stoff, der kann durch nichts ersetzt werden. Wenn der fehlt und die Phosphorminen, die jetzt so langsam ausgebeutet sind, die noch gut sind, die werden bald durch Minen ersetzt werden, die immer mehr mit Uran verseucht sind. Es ist blöderweise so, dass der Phosphor in Minen abgelagert wird, wo natürliches Uran enthalten ist. Das heißt, wir schmeißen heute schon Uran auf unsere Äcker in so verdünnter Menge, dass es noch vertretbar ist. Aber das wird mehr werden, weil die schmutzigeren Phosphorvorräte müssen dann abgebaut werden. Das wird spannend. Deswegen, die Landwirtschaft, die ich als wünschenswert ansehe, die versucht, Kreisläufe zu imitieren und versucht, Nährstoffe, die sie entnommen hat, wieder dem Boden zurückzuführen, in dem zum Beispiel Leguminosen, also Pflanzen, die den Luftstickstoff in den Boden binden, angebaut werden. Das ist natürlich die klassische ökologische Landwirtschaft mit dem Problem, dass sie ungefähr ein Viertel weniger pro Hektar erntet. Aber das ist vielleicht auch nochmal was ganz Wichtiges. Wir haben hier eine Diskussion in Europa, wo dann auch der Bauernverband sagt es immer wieder, nur mit konventioneller Landwirtschaft können wir genug erzeugen für die Welternährung. Da schmeißen die aber zwei Dinge zusammen. Es stimmt, dass unsere ökologische Landwirtschaft weniger erzeugt, aber es stimmt nicht, dass die Kleinbauern
in anderen Kontinenten weniger erzeugen. Die Forschung sagt sogar das Gegenteil. Und der Punkt ist der, man darf die nämlich nicht in einen Topf schmeißen. Die arbeiten quasi ökologisch, aus Mangel an Kapital können sie gar nicht Pestizide und Dünger kaufen. Aber der Punkt ist, dass die mit sehr viel Arbeitskraft sehr intensiv ihre kleinen Flächen bearbeiten und deswegen aus dem Hektar Land mehr herausholen. Und das ist eigentlich für die Welternährung die wichtigere Aussage, weil da haben wir nämlich bei der schrumpfenden Agrarfläche die Ernte, die wir brauchen. Und klar, unser Biolandwirt, der lebt in einem Hochlohnland, der kann nur mit vielen Maschinen arbeiten. Und deswegen ist das, was er macht, vergleichsweise teuer und auch weniger ertragreich. Wenn er mit genauso vielen Arbeitskräften arbeiten würde wie jetzt die Kleinbauern in Südasien oder Afrika, dann wäre das auch anders. Aber diese Art von Landwirtschaft gibt es hier in Europa nicht mehr. Insofern darf man nicht alles in einen Topf schmeißen. Ganz kurz, wenn ich nochmal darf. Andere wollen auch. Ich weiß, eine ganz kurze Frage zu diesem Brim-Burger, sage ich mal. Sergey Brim, also dieser Google-Mann. Wie sieht denn die Energiebilanz oder die Umwelt- oder Ressourcenbilanz, die dahinter steht, aus? Da muss irgendwo was gezüchtet werden in einem Nährtank. Das kostet Energie, da muss irgendwo Biomaterial her. Ist die Frage, lohnt sich das wirklich sozusagen unterm Strich, dass ich dann letztendlich das billiger, günstiger irgendwo mal herstellen kann, dass ich nicht mehr Energie reinstecke oder mehr Ressourcen, Pflanzenmaterial reinstecke, als ich letztendlich sozusagen bei herkömmlicher Fleischerzeugung? Also er hat ja, ich habe es ja angedeutet, er hat ja diesen Nachhaltigkeitsdiskurs sehr gut drauf. Und er sagt, wir haben es erforscht, wir brauchen weniger Energie, wir haben deutlich weniger Klimabelastung. Er vergleicht das aber nur mit der ziemlich umweltschädlichen Massenproduktion von Rindfleisch im großen Stall oder in so einem Feedlot in den USA. Da stimmt das, da wird mit Kraftfutter, das irgendwo aus Lateinamerika kommt, den Kühen etwas gegeben, was die noch mehr zum Pupsen bringt. Ja, also das ist ja die Methanbelastung der Atmosphäre, hat ja auch was mit dem Futter zu tun, das wir den Kühen verabreichen. Das ist andersherum, habe ich auch gelernt, finde ich auch hochspannend. Landwirtschaft ist der einzige Bereich der Ökonomie, der CO2 negativ sein kann. Also alle anderen können runter auf Null vielleicht sogar gefahren werden. In der Landwirtschaft gibt es Methoden, wo man sogar noch CO2 binden kann. Und das ist zum Beispiel so eine Weidehaltung, weil im Gras, also in der Humusschicht eines Bodens, ist so viel CO2 enthalten. Also in einem optimalen Fall, im guten Humusboden, ist mehr CO2 enthalten, wie im ganzen Wald, der obendrauf wachsen kann. Das war mir völlig unbekannt vorher, aber das ist alles inzwischen bekannt und sollte, wenn man sowas beurteilt, auch mit einfließen. Also man kann nicht einfach sagen, meine Laborburger sind umweltfreundlicher, wenn ich sozusagen die wahre umweltfreundliche Fleischerzeugung ausblende. Gut, man muss realistischerweise sagen, so wird Fleisch höchstens noch, weiß ich nicht, 3 oder 4% von unserem Fleisch produziert. Die Mehrzahl wird eben leider nicht so produziert, aber man sollte es zumindest erwähnen. Danke für Ihre Bestätigung, wie wichtig das Thema ist. Ich habe jetzt auf die Taste of Heimat noch eine Frage. Ist das so ein bisschen in die Richtung, was Sie für Fantasien haben, wie man das meiner Meinung nach, und ich denke, Sie haben das auch diagnostiziert, ist das ja auch ein Bewusstseinsproblem. Also nicht nur der Machtverteilung, sondern auch, wenn wir noch eine Macht haben als Verbraucher, dann das, dass wir anders denken müssen. Geht das dahin? Können Sie da noch ein paar Worte dazu sagen? Ja, also tatsächlich will ich mit Taste of Heimat sehr stark Lösungen propagieren. Wobei, das soll keine neue große Mitgliederorganisation werden. Da gibt es schon so viele. Es ist eher der Ansatz, in bestimmten Regionen und vor Ort Menschen und Gruppen zu vernetzen. Das Modell dieser, ja, ich weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch übersetzt, Food Policy Councils heißt es in Amerika, vielleicht nennen wir es mal Ernährungsparlament, lokale Ernährungsparlamente. Das ist in Deutschland komischerweise kaum bekannt, in den USA und auch ein bisschen in England ist es in fast jedem größeren Ballungsraum vertreten. Die bemühen sich darum,
Also da geht es nicht nur um Geld, dass die lokale Politik und Verwaltung sich da verausgabt, sondern es geht überhaupt auch um planerische Ansätze. Ja. In Toronto eine riesen Achse fürs Urban Gardening, um wirklich auch Gemüse zu produzieren für die Stadt. Solche Visionen werden da ausgebrütet und dann auch umgesetzt. Und das würde ich gerne nach Deutschland bringen. Ich wollte dir eine persönliche Frage stellen, wenn das okay ist. Ich wollte fragen, hat sich in deinem persönlichen Leben irgendwas verändert durch die Recherchen zu dem Film und den Filmen? Ja, also was bei mir sich ohnehin schon seit Taste the Waste angebahnt hat, ich bin kein Vegetarier, hatte ich glaube ich vorhin erwähnt, aber... Je mehr man sich damit beschäftigt, desto weniger Fleisch isst man. Also wenn man das gesehen hat, wie das produziert wird. Also ich wollte kein 2,99 € Hühnchen mehr essen. Also das hat sich irgendwie, ohne dass ich jetzt mich zwingen musste, also mein Fleischkonsum hat sich, glaube ich, geviertelt oder gefünftelt. Also wirklich ist es extrem viel geringer geworden. Und ansonsten... ja, also es fing schon damit an, ich habe hier jemanden gesehen von der Food Assembly in der ersten Reihe, dass ich vor 2 Jahren die Organisation, die heißt natürlich in Frankreich anders, La Ruche de Huy, entdeckt habe und die gefragt habe, ob sie nicht nach Deutschland kommen wollen und mit denen, also ich gehe jetzt jede Woche zu so einem Abholpunkt. Das ist eine der Modelle, die mir gut gefallen. Die solidarische Landwirtschaft ist ein anderes, aber also der ist halt einfach noch ein bisschen flexibler. Da kann ich am Wochenende bestelle ich online bei Bauern aus der Region Milchprodukte, Gemüse, Obst, Brot. Und wir haben dann bei uns halt in der Schreinerei um die Ecke, der stellte das einfach der Food Assembly zur Verfügung, den Platz. Einmal die Woche können wir da abholen. So, das ist auch ein Punkt, der sich verändert hat. Dadurch gebe ich jetzt nicht weniger aus fürs Essen. Aber ich weiß, 83% vom Verkaufspreis gehen direkt zum Bauern. Und das ist phänomenal viel. Man weiß, wenn es über den Handel geht, dann bleiben nämlich 83% beim Handel oder Größenordnung jedenfalls. Und nur 10, 20 oder 30% gehen zum Bauern. Also das hat sich bei mir geändert, zum Beispiel. Wird mir sicher noch mehr einfallen, wenn ich da von meinen Kindern erzählen würde. Aber ich will es jetzt nicht ausbreiten. Die haben nämlich von sich aus entschieden, sie werden Vegetarier. Und der eine hat sich wieder zurückentschieden. Aber ich glaube, das ist so. Das ist so das Gängige. Ich frage mich, wenn man sich als Journalist mit so Größen wie Monsanto oder Bayer auseinandersetzt, gab es da mal die Situation, dass du Angst haben musstest? Oder die möchten natürlich nicht, dass so eine Berichterstattung in irgendeiner Form stattfindet. Ja, das stimmt schon. Also ich hatte eine ganz gute Schulung gehabt, indem ich ein paar Jahre für so Report Mainz ist so ein Politmagazin der ARD, das ist wirklich über 10 Jahre her, aber ich habe, wenn man für die arbeitet, ist eine gute Schule, weil man hat es oft mit Gegnern zu tun, wo man weiß, jetzt ich muss eine Geschichte bringen, die irgendwie brisant ist, ja, sonst wird die nicht gezeigt da im Fernsehen. Andererseits, es muss jeder Fakt stimmen, weil sonst nageln die mich an die Wand. Also die haben Anwälte, die mich platt machen können. Immer in dem Bewusstsein habe ich ein paar Jahre gearbeitet und insofern wusste ich, das, was ich jetzt mache, ist Pillepalle. Also die Fakten, die kann ich sehr gut recherchieren. Ich meine, gut, was ich schreibe, muss trotzdem stimmen. Ne? Ich kann jetzt nicht was behaupten. Also we care for bees, wenn es da nicht gewesen wäre, dann fällt dem vielleicht doch ein, ja, dann gehen wir doch vielleicht mal mit dem Anwalt vor. Also das kann teuer werden und man kann sich, wenn man so ein bisschen die Rechtslage kennt, aber davor schützen. So, ich würde sagen, letzte Frage. Wem brennt es noch unter den Nägeln? Sie waren ja auch in Afrika und da auf so Kakaoplantagen zum Beispiel sind ja die Arbeitsbedingungen auch für Kinder extrem und auch irgendwie am Rand der Existenz und unter Folter.
Haben Sie da irgendwas mitgekriegt? Wäre meine Frage. Wir waren tatsächlich nicht in Kakaoplantagen. Also das ist aber sicher ein Riesenthema. Also ich finde es auch ganz spannend, wie jetzt viele unter dem Druck der Öffentlichkeit, viele auch Großkonzerne, die Schokolade hier verkaufen, jetzt sagen, also wir wollen umstellen, wir wollen ab 2020 nur noch Kakao aus fairen und nachhaltigen Quellen und so. Das wird noch spannend, weil so viele Label und Farmen, die das fair produzieren, gibt es noch gar nicht. Also es tut sich was, und zwar unter dem Druck der Verbraucher. Wir müssen nur aufpassen, dass es keine Mogelpackungen sind. Das ist übrigens auch so ein Ding, was mich bei Taste of Heimat dann relativ schnell, was mir relativ schnell klar wurde. Regional, es gibt schon viele Bioskandale, das werden die nächsten Skandale sein. Also bei regional gibt es unglaublich viele Mogelpackungen, weil die Verbraucher jetzt gerade so das Buzzword, das finden wir ja alle toll. Und dann geht man zu Rewe rein, Rewe regional, Buschbohnen habe ich letztens gekauft, Herkunftsort Deutschland. Bisschen viel als Region. Was Kinderarbeit betrifft oder sowas, haben Sie gar nichts gesehen. Und die Arbeitsbedingungen für die Angestellten dort waren auch alle im Rahmen. Die wurden auch alle gut bezahlt, ausreichend für ihren eigenen Lebensunterhalt. Und also wir waren ja auf der Sojafarm. Sowas Menschenrechtswidriges gar nicht. Doch, doch, wir waren ja auf der Sojafarm. Da kann ich ja schon erzählen, was da los ist. Also wir haben zum einen diesen Jess Tarp, diesen Amerikaner gehabt, der seine Tagelöhner da durch die Gegend gescheucht hat, der zahlt den umgerechnet 2 Dollar pro Tag. Klingt erstmal gruselig wenig. 2 Euro, Entschuldigung, 2 Euro. Aber es ist der dort übliche Tageslohn. Und die waren auch einigermaßen zufrieden. Und was mich echt gerührt hat, wir haben an so einer Arbeiterversammlung dann noch teilgenommen und ein bisschen uns übersetzen lassen, was treibt die um, was die wollen von diesem, was für uns unglaublich wenig ist, von diesem Lohn 2 Euro, haben Sie sich überlegt, kann man denn davon nicht irgendwas für die Rente beiseite legen? Gibt es irgendwas in der Rentenkasse? Wahnsinn, fand ich also hochspannend, dass da eben auch versucht wird. Nur der Punkt ist der, wir haben ein Dorf mit mehreren tausend Menschen, 150 davon kriegen da einen Teil des Jahres Tagelöhnerjobs. Sein Entwicklungsmodell, da sagt er ja, eine große Farm in der Mitte und Vertragsbauern als Satelliten drumherum. Er hat gerade 20 von diesen Vertragsbauern jetzt. Das heißt, diese anderen Tausenden von Menschen, die müssen nach wie vor auf ihrem winzigen Stück Land das bewirtschaften. Also der Konflikt ist noch nicht mal nur schlechte Bezahlung, sondern der Konflikt ist auch die Regierung oder die ja, auch er als derjenige, der sagt, meine Farm ist der Entwicklungspol, bringt der Gegend einen Fortschritt. Die interessieren sich nicht für diese Tausenden von anderen Menschen, die sind einfach überflüssig. Die können weggehen oder bleiben, die interessiert kein Mensch dort. Das ist das eigentliche Problem. Es wird entwickelt, wird nur immer für wenige. Und dass die würden natürlich auch in so einer Kakaoplantage für noch weniger arbeiten, wenn es die gäbe, aber dort gibt es nichts dergleichen. Also ich glaube, der Dreh- und Angelpunkt, und es gibt solche Modelle, der Dreh- und Angelpunkt wäre, dass man sagt, die sind in der Lage zu produzieren, was rauszuholen aus ihrem Boden, helfen wir ihnen, einen Anschluss an den Markt zu kriegen, ihre Sachen zu verkaufen. So, das wären so Entwicklungsmodelle, und da ist Fehlanzeige bisher. Nur weitere Großfarmen, die denen das Land wegnehmen und die sich weiter ausbreiten. Also wirklich jedes Jahr ein neues Projekt. Das ist gerade in Mosambik ziemlich extrem, aber das wird auch in anderen Ländern Afrikas kommen. Und fatalerweise, also die konkrete Großfarm in Mosambik hat ein riesen Investment, also nicht nur ein Kredit, sondern Investment der britischen Entwicklungshilfe gekriegt. Und das ist auch ein Thema, das haben wir noch nicht besprochen, aber das auch die Deutsche, da arbeiten wir gerade dran. Auch die Deutsche, es gibt auch deutsche Entwicklungsgelder, die in solche Großfarmprojekte fließen, unter dem angeblichen Gesichtspunkt, dass hier die Produktion vergrößert wird und damit dem Land aus der Patsche geholfen wird. Ich bin sicher, du kommst doch gleich noch mit nach unten und bist auch bereit, dann noch weiter zu erzählen. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier erstmal Schluss mit der Diskussion. Ich würde nämlich...
Ach so, ja, das kannst du natürlich gerne noch tun. Aber ich sage auch gleich noch, was übermorgen passiert. Was soll ich sagen? Also morgen bin ich, das Thema beschäftigt mich jetzt rundherum. Morgen bin ich beim Institut für Welternährung, so ein kleiner Think Tank hier. Morgen Abend natürlich auf der Schnippeldisco, übermorgen auf der Demo. Also wer besonders spannend fand ich, dass die Ankündigung des Bauernverbandes, dass es diesem Jahr sozusagen von den, von denjenigen, die eben das hierzulande konventionelle Modell vertreten, auch eine Demo geben wird, die am Hauptbahnhof startet. Also das gibt wahrscheinlich ein richtiges Chaos. Der Bauernverband hat dazu aufgerufen. Aber gut, also die Zahlen, deswegen umso mehr Leute an dem Potsdamer Platz, damit die Demo Wir haben es satt noch mehr Leute zusammenbringt als im letzten Jahr. Vielen Dank. Dann brauche ich die Demo gar nicht mehr anzukündigen. Kommt alle. Genau, am Samstag. So, jetzt möchte ich aber noch mal den Bogen schlagen zu uns jetzt hier heute, weil wir haben auf dein Anraten hin ja auch heute Abend ein ganz spezielles Catering, nämlich The Food Assembly eingeladen. Und vielleicht könnt ihr noch mal einen Satz dazu sagen, ganz kurz, was ihr macht und was euch so besonders macht, dass wir genau euch unbedingt heute einladen. Hallo Veronika. Hallo Valentin. Genau, ich habe eine Schürze, aber ich bin keine Köchin. Aber die Food Assembly ist eine Plattform für Direktvermarktung von regionalen Produkten. Was wir machen, was eigentlich auch schon Valentin gesagt hat, wir bauen auf kleine Gemeinschaften in verschiedenen Stadtteilen, wo wir praktisch Stadtleuten, also Menschen, ermöglichen, einen direkten Kontakt zu regionalen Produkten ermöglichen. Das bedeutet, dass wir zum Beispiel, ich habe mit dir Susanne, die Susanne hat zur Verfügung einen Ort, ein Kunsthaus in Berlin-Mitte zur Verfügung gestellt bekommen. Und sie bespielt da einen Bauernmarkt, das heißt einmal die Woche für 2 Stunden. Können die Kunden, also die Leute, die in ihrer Assembly registriert sind, praktisch online regionale Produkte verkaufen. Sorry, ich bin ein bisschen, ich mag es nicht auf der Bühne, aber genau, also man kann sich als Kunde registrieren, da gibt es eine Gastgeberin, die an einem Ort einmal die Woche einen Bauernmarkt praktisch auf die Beine stellt. Das heißt, man kann online bestellen und dann für 2 Stunden kann man diese Produkte in diesem Ort abholen. Das ist so eine Plattform, die relativ neu ist, die kommt aus Frankreich, wie Valentin gesagt hat. Wir haben jetzt seit Juli in Deutschland angefangen, wir haben 4 Assemblies in Berlin, die schon funktionieren, 2-mal in Neukölln, 1-mal in Mitte und 1-mal in Kreuzberg. Wir werden in den nächsten Monaten, die nächsten in Berlin, also wir haben schon 8 im Aufbau, in Schöneberg, in Moabit und so weiter. Und in Köln haben wir auch noch 2 und demnächst werden wir auch in anderen Städten anfangen. Der Kern von dieser ganzen Geschichte ist wirklich, dass man sich lokal und regional und nachhaltig ernähren kann. Die Erzeuger, die eine Assembly beliefern, die kennen wir per Namen. Man bestellt online, ja, aber der Verkauf ist nicht anonym. Das heißt, man geht zu dieser Assembly und man trifft direkt den Bauern und man kann Fragen stellen und man kann wirklich verstehen, wie haben Sie jetzt mein Produkt hergestellt oder angebaut? Man kann wirklich diese Fragen stellen, die man wahrscheinlich vor einem anonymen Regal im Supermarkt nicht stellen kann. Einfach den Erzeuger fragen. Und das ist für uns wichtig, damit wir eine andere Wirtschaftsform schaffen können. Also man kann anders wirtschaften, aber auf der anderen Seite ist auch wichtig, ich fand interessant eine Frage, wie können wir als Konsumenten was ändern? Wie können wir was bewegen? Und zwar nicht nur Food Assembly, aber Food Assembly ist ein Beispiel davon. Einfach, wie kann man Alternative finden, anstatt sich einfach an den standardisierten Verkaufswege sozusagen. Vielleicht war es zu lang. War fantastisch. Vielen, vielen herzlichen Dank. Und ich freue mich schon drauf. So, und jetzt der letzte Punkt, der uns noch von unserem leckeren Essen trennt, ist jetzt nämlich, dass wir noch, ich noch ankündigen möchte, draußen hängt eine wundervolle kleine Ausstellung zum Thema Böden, erstellt von Ines Meyer. Die Künstlerin ist auch anwesend. Ines, du musst mal einmal aufstehen, bitte. Und ich finde, sie nähert sich dem Thema Böden auf eine ganz, ganz humorvolle und feinfühlige Art und Weise. Mir hat es ganz, ganz viel Spaß gemacht, die Ausstellung anzugucken.
am spannendsten ist, wie Sie das Bild in dem weißen Rahmen mit den vielen kleinen Tütchen drin, mit den vielen kleinen... Es gibt ein ganz tolles Bild, das das Fotonegative stapelt, um sozusagen darzustellen, wie das, das der Boden unser Gedächtnis der Gesellschaft ist. Und ich finde es ganz, ganz großartig. Und dementsprechend gucken Sie sich diese Ausstellung an, gehen Sie runter, holen Sie sich einen Schluck Wein, holen Sie sich was zu essen und kommen Sie wieder hoch und gehen Sie mit uns gemeinsam durch die Ausstellung. Und jetzt noch ein allerletztes Wort von Valentin. Ich vergesse das immer, aber manche fragen mich dann sowieso gleich, also ich, wer das Buch erwerben will, also es gibt da vorne einen Büchertisch, ich signiere es gerne, ich stehe gleich am Büchertisch. Vielen Dank an Sie alle und das war's von uns heute Abend. Vielen Dank.